Moin und herzlich willkommen an der Johannesschule. Mein Name ist Alexander Willeke. Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule brennen bereits darauf, Sie und Euch auf die Reise durch das Schulleben an der Johannesschule mitzunehmen. Viel Spaß! Hallo, wir sind zwei Schülerpaten aus der Klasse 9b. Wir haben diese Aufgabe übernommen, um den neuen Fünftklässlern den Einstieg in die Johannesschule zu erleichtern. Am ersten Schultag trafen wir sie zum ersten Mal im Gottesdienst. In der Schule konnten wir die Schüler dabei unterstützen, dass sie sich schneller und besser kennenlernen. Dazu hatten wir Spiele parat. Ansonsten waren wir in den Pausen in der Nähe. In der Schulrallye lernten sie mit uns zusammen das Schulgebäude kennen und manchmal mussten wir auch einen Streit schlichten. Es hat uns wirklich geholfen, dass die Schülerpaten in der ersten Zeit immer für uns da waren. Außerdem haben wir den ersten Tag keinen Unterricht gemacht. Da hatten wir viel Zeit, uns und die Schule kennenzulernen. Wir haben zwei Klassenlehrerinnen. Das ist gut, denn an jedem Tag sehen wir einen von ihnen. So haben wir immer einen Ansprechpartner. Unser Stundenplan besteht fast nur aus Doppelstunden. So können wir in Ruhe lernen. Das ist Levek, unser Schulhund. Er begleitet die Schüler im Unterricht und er begleitet euch gleich vom Biologieraum zum Physikraum. Mikroskopieren macht so Spaß. Die Flügel der Libelle sehen einfach fantastisch aus. Wir machen coole Experimente. Für den Bereich Werken und Technik und auch Profiltechnik haben wir hier drei Werkräume und einen großen Maschinenraum. In den Maschinenraum dürfen die Schüler nicht rein. Da wird das Holz und auch das Metall vorbereitet für den Unterricht. Und in den Werkräumen haben wir genügend Plätze für jeden Schüler in dem Kurs. Dort können alle handwerklich tätig werden. Hallo, ich bin Abdul. Ich zeige euch eine unserer Musikklassen. Wenn ihr in die Musikklasse kommt, dann werdet ihr ein Musikinstrument lernen und sofort mit euren Klassenkameraden zusammenspielen. Die Instrumente kann man in der Schule ausleihen. Unterstützt werden wir von unseren Musikschullehrern. Wir fangen früh mit Auftritten an, auch manchmal auf großen Bühnen. Deswegen sind die Musikklassen in Meppen schon seit fast 20 Jahren richtig berühmt. Dieses Jahr werden wir hoffentlich mit der Klasse 9b ein Theaterstück mit Musik aufführen. Wenn ihr Lust darauf habt, dann meldet euch bei der Musikklasse an. Hallo,
Mein Name ist Dirk Grave. Ich bin hier der Schulassistent an der Johannesschule. Und zu meinen Aufgaben gehört es die Verwaltung der Schulbücher, der iPads. Ich bin im Sekretariat tätig und habe das Fundbüro hier. Ja, das sind so meine Aufgaben und noch viele weitere Dinge. Pause! Kommt mit, wir zeigen euch unser Schulhof. Das ist unser Basketballfeld. Das Cage. Unser Spielbereich. Und nicht zu vergessen, der Spaceball. Und ganz viel Platz zum Chillen. Wir haben im Augenblick 2 Schulbands an der Johannesschule. Wenn du willst, kannst du mitkommen und in der Schulband, in der ich mitspiele, zuhören. An unserer Schule kannst du viel Sport machen. Neben dem normalen Unterricht gibt es ein Sportfest, Turnfest, ein Spielfest. Turniere in den Ballspielen, Eisstockschießen und wenn du gut bist, kannst du in einer Schulmannschaft an Wettkämpfen teilnehmen. Wir sind hier in der Kunst AG und wir malen mit Ölfarbe. Und wir versuchen das Motiv, was wir uns selber ausgesucht haben, abzumalen. Die Johannesschule ist eine Schule in der Schulstiftung im Bistum Osnabrück, also eine katholische Schule. Das merkt man auch, denn jeden Morgen beginnen wir unseren Unterricht mit einem Gebet und wir feiern regelmäßig Klassengottesdienste. Zu Pfingsten und zum Schuljahresende treffen wir uns mit allen auf dem Schulhof für kurze Segensfeiern. Zum Beispiel mit ansprechender Musik. Besonders schön ist es, wenn die Schülerinnen und Schüler der Jakob-Muth-Schule auch mitmachen. Wir besuchen unseren Dom in Osnabrück und wir lernen etwas über den Islam und das Judentum, wenn wir die Osnabrücker Synagoge und die Moschee besichtigen. Wir als Zehntklässler der Johannesschule Meppen haben schon einige Klassenfahrten erleben dürfen. Es ging los in Klasse 5. Bei dieser Fahrt haben wir uns erstmal richtig kennengelernt und es hat sich eine gute Klassengemeinschaft entwickelt. Auch die Fahrt in Klasse 8 war gut, weil wir so unsere neuen Klassenlehrer viel besser und schneller kennengelernt haben als nur im Unterricht. In Klasse 9 sind dann die Schüleraustausche dran. Wer Französisch als Fremdsprache gewählt hat, kann einen Austausch mit unserer Partnerschule Paris teilnehmen. Wer Niederländisch hat, kann mit nach Holland zum Schüleraustausch fahren. Dann können wir noch in der 10. Klasse nach London fahren und die Queen besuchen, wenn sie noch lebt. Bei unserer Abschlussfahrt fahren wir nach Inns zum Skifahren. Ein absolutes Highlight, von dem viele ehemalige Schüler noch Jahre später schwärmen. Alle 4 Jahre wird eine Pilgerfahrt nach Rom angeboten. Die letzte haben wir beide mitgemacht. Hallo!
Hallo. Ich habe mich an meinen Finger verletzt. Dann kommt mal rein. Setzt euch. So, wie heißt du denn? Magdalena Schmetzke. Gute Besserung. Danke. Danke. Tschüss. Gar nichts für mich. Doch, Werken ist voll mein Ding. Das habe ich schon bei den verschiedenen Praktika gemerkt, die wir gemacht haben und an den ganzen anderen verschiedenen Sachen, die wir hier in der Schule gemacht haben. Weißt du schon, was du nach der Schule machen möchtest? Ja, auf jeden Fall was Handwerkliches. Und du? Ich möchte in den wirtschaftlichen Bereich gehen. Hast du auch schon eine Bewerbung geschrieben? Nee, noch nicht. Aber ich weiß auch gerade momentan gar nicht mehr, wie das so mit den Anschreiben und so geht. Da habe ich eine Idee. Kommt mal mit. Also wegen der Veranstaltung sollen wir es auf jeden Fall so machen. Wir sprechen Alex noch an und dann wird es laufen. Ach, hallo Charlotte, komm, setz dich. Wir machen das zusammen. Guck mal, hier schreibst du die Anschrift des Unternehmens hin. Berufsorientierung an der JSM. Immer nur beraten. Herzlich willkommen beim Beratungsteam der Johannesschule. Wir setzen uns zusammen aus uns zwei Schulsozialarbeiterinnen und mir, der Beratungslehrerin. Unsere Tür steht euch immer offen. Kommt also gerne vorbei. Wir sind die Jakob-Muth-Schule, die hier zwei Räumlichkeiten in der Johannesschule belegen. Ein Raum für die Mittelstufe und ein Raum für die Oberstufe. In einem Klassenraum finden wir auch eine Küchenzeile, sodass unsere Schüler auch während der Schulzeit hauswirtschaftliche Tätigkeiten lernen, erlernen und sogar Freude daran finden. Wir haben Kooperationsbereiche in den Fächern Religion, Musik, Sport. Uns Eltern und unseren Kindern gefällt es hier sehr gut. Wir fühlen uns richtig wohl hier. Der Wert des Kindes ist unabhängig von den Leistungen. Hier arbeiten tolle und motivierte Lehrerinnen und Lehrer, die nicht nur für unsere Schülerinnen und Schüler, sondern auch für uns Eltern immer ein offenes Ohr haben. Bei uns macht das Lernen einfach Spaß.